3, 2, 1, go. Hallo, mein Name ist Markus Himmelsbach. Wir sind hier im Wareneingang der IPC Computer und ich möchte Ihnen heute die Warenanlieferung von Samsung vorstellen. Beginnen wollen wir mit einem Notebook-Akku, einem Ultrabook-Notebook-Akku, dem BA43-00355A. Es handelt sich hier um einen Lithium-Polymer-Akku der Marke Samsung, der entsprechend flach verbaut ist und die Produktnummer AA-PBZ-N2TP besitzt. Die Verpackung dieses Akkus enthält neben dem originalen Samsung-Logo auch eine Antistatikfolie und eine entsprechende Polsterung gegen Transportschäden. Weiter geht's mit unserem Topseller Samsung Akku, dem BA43-00282A. Da ist in sehr, sehr viele Notebooks verbaut und ist der Klassiker. Wir sehen die Ersatzteilnummer, die BA-Nummer hier integriert in der Seriennummer. Zusätzlich die Produkt-ID AAPB9NC6B. Interessant bei dieser Lieferung ist auch zu sehen, dass die große Menge in diesem braunen Umkarton kam, mit einer ähnlichen Auspolsterung wie schon beim Ultrabook-Akku, aber auch drei Akkus einfach nur in einer Plastiktüte verpackt mit Hinweis auf eine baugleiche BA-Nummer gekommen sind. Hier handelt es sich um die BA43-0018A. Die sind aber kompatibel. So, weiter geht es mit einem Samsung-Lüfter. Die Lüfter kommen so, auch wieder entsprechend mit der Ersatzteilnummer auf dem Etikett. Auch hier nochmal, das Ganze ist versiegelt, ausgepackt, schaut das Ganze dann so aus. Der Lüfter kommt in einer Antistatik-Tüte und ist auch wieder gut gepolstert, gegen Transportschäden gesichert. Die Ersatzteilnummer ist hier nicht auf dem Ersatzteil angebracht. Dann wollen wir wechseln zu einem Notebook-Netzteil. Es handelt sich hier nun um die BA44-02215A. Kommt auch versiegelt durch diesen Aufkleber. Aufgepackt sehen wir was Besonderes. Es ist hier tatsächlich so, dass dieses Samsung-Netzteil keinen Markennamen aufgedruckt auf dem Typenschild rechts links oben hat, sondern ein Hinweis auf den Hersteller, die Firma Chicony. Auch interessant, Samsung-Netzteile haben immer seitlich aufgeklebt, die Ersatzteilnummer integriert mit Seriennummer. Das gleiche, hier ein weiteres Netzteil, die Ersatzteilnummer BA44-00290A. Ein Netzteil der Marke Samsung mit 19 Volt und 3,16 Ampere und einem besonderen Notebook-Stecker. Eine sehr, sehr dünne Variante, aber auch hier zu sehen, Samsung wurde nicht am Typenschild angebracht. Hier handelt es sich um den Hersteller Light On Technology. Auch wieder die Seriennummer integriert mit der Ersatzteilnummer an der Seite. Und zum Schluss noch zwei Tastaturen mit Topcase integriert. Wir sehen hier die BA75-02881C, eine Notebook-Tastatur mit Unit Housing. Mit Touchpad integriert, auch entsprechend den Kabeln angebracht und auch hier wieder die Ersatzteilnummer, die BA-Nummer auf dem Aufkleber. Transportsicher verpackt in einer Luftpolsterfolie, umverpackt in einem Originalkarton mit der Ersatzteilnummer und der entsprechenden Description.
Das gleiche auch hier nochmal, die BA75-04691C. Ein Top-Housing einer etwas stabileren Sorte. Wir haben hier eine Metalloberfläche und sehen auf der Rückseite ebenso die Ersatzteilnummer mit Seriennummer integriert. Ja, und zum Schluss noch ein Klassiker, eine Notebook-Tastatur für einen Samsung R65. Das ist schon etwas in die Jahre gekommen, das Notebook, und trotzdem ab und an noch verkauft. Wir bekommen auch immer noch ältere Ersatzteile und die sehen etwas spartanischer aus und sind entsprechend auch etwas preiswerter. Ja, soweit zu dieser neuen Samsung-Anlieferung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.